Herr Abgeordneter, Sie kandidieren für ein weiteres Mandat als Vertreter der deutschen Gemeinschaft im Parlament Rumäniens. Die Vertreterversammlung des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien hat eine Kandidatenliste erstellt und eingereicht, worauf mehrere Namen zu finden sind, obwohl die aktuelle rumänische Gesetzgebung den nationalen Minderheiten außer der ungarischen eine einzige Stelle in der Abgeordnetenkammer sichert, wenn eine gewisse Wahlhürde erreicht wird. Was genau sieht das Gesetz hinsichtlich der Parlamentswahlen im Fall der nationalen Minderheiten in Rumänien vor? Und warum gibt es mehrere Namen auf der Kandidatenliste des Deutschen Forums? Ich möchte etwas vorwegnehmen. Erstens die Tatsache, dass ich zum fünften Mal antrete im Namen der deutschen Minderheit für die Parlamentswahlen für die Abgeordnetenkammer Rumäniens. Das ist einerseits eine große Ehre, von der Vertreterversammlung des Forums designiert zu werden, dazu auch noch einstimmig. Andererseits ist es so, dass tatsächlich nationale Minderheiten durch eine positive Klausel des Wahlgesetzes ein Mandat im Parlament bekommen, insofern sie keine 5% erreichen und dann mit einer gesamten Fraktion vertreten sind. Das würde heißen, dass egal wie viele Namen auf der Liste sind, nur der Erstplatzierte ins Parlament kommt. So wird es auch diesmal kommen. Wir hatten aber jedes Mal eine Liste und das ist auch richtig so, weil man nie wissen kann, was der nächste Tag einem bringt. Das kann nur der liebe Gott uns sagen. Dementsprechend muss jemand da sein, um mich zu ersetzen im Fall des Falles. Das heißt, die Tatsache, dass der Forumsvorsitzende aus Kronstadt, Thomas Schindilario, als Zweiter auf der Liste ist, dank der Entscheidung der Vertreterversammlung, heißt, dass in dem Augenblick, wo ich aus irgendeinem Grund ausscheiden würde, Thomas, mein Nachfolger, wird im Parlament, damit die deutsche Minderheit weiterhin vertreten ist. Das gilt auch für Christine Manta-Clemens aus Hermannstadt auf Position 3. Diese Kandidatur ist nicht nur, um dem Gesetz zu entsprechen, welches besagt, dass sowohl Frauen wie auch Männer auf der Liste sein müssen. Aber das gilt auch in ihrem Fall. Wer weiß, vielleicht kommen sogar sie dran, wenn ich oder wir beide, Thomas und ich, verhindert sind. Beide sind verdiente Mitglieder des Forums. Zum Beispiel kenne ich Christine Manta-Clemens seit 20 Jahren, eine hervorragende Lehrerin, also auch im Schulinspektorat, in der Politik, Kommunalpolitik, immer beispielhaft agiert. Sie war ja bis vor kurzem stellvertretende Vorsitzende des Kreisrates Hermannstadt. Thomas ist ein junger Vorsitzender eines wichtigen Forums in Kronstadt, also validiert durch die Wahl der Kronstädter Mitglieder als Vorsitzender. Also ich glaube, wir haben eine sehr solide Liste und ich glaube, dass unsere Mitglieder und Sympathisanten das auch bestätigen werden. Sie sind 54 Jahre alt, in Detta geboren und wohnen mit Ihrer Familie in Temeswar. Von Beruf aus sind Sie Lehrer. Sie waren bis 2001 Schulleiter der Temeswarer Nikolaus-Lenau-Schule, danach Unterstaatssekretär im Department für interethnische Beziehungen innerhalb des Generalsekretariats der Regierung und seit 2004 vertreten Sie die deutsche Gemeinschaft im Parlament Rumäniens als DFDR-Abgeordneter. Bis zu den ersten Europawahlen in Rumänien waren Sie zudem Beobachter im EU-Parlament und 2007 dann auch Mitglied des Europaparlaments. Innerhalb der Parlamentarischen Fraktion für nationale Minderheiten in Rumänien sind Sie der stellvertretende Vorsitzende. Wie waren diese 4 Mandate für Sie? Was konnten Sie in diesen 16 Jahren Amtszeit erreichen? Es ist eigentlich ein zweiter Beruf für mich zustande gekommen. Sie hatten es erwähnt, ich bin Mathematiklehrer, aber seit 2001 nicht mehr tätig als solcher. Ich habe aus der Politik meinen zweiten Beruf gemacht, auch dank der Tatsache, dass mir die deutsche Minderheit das Vertrauen ausgesprochen hat, mehrmals. Dementsprechend konnte ich diesen Beruf auch ausüben als Politiker. Es waren sehr schöne
19 Jahre inzwischen, am 1. Juni, seitdem ich in Bukarest arbeite. Es waren auch schwere Jahre. Man darf nicht vergessen, dass es vor allem die Familie belastet. Ich bin im Juni 2001 nach Bukarest gegangen. Da war mein Sohn nicht einmal ein Jahr alt. Jetzt ist er inzwischen 20 und studiert in Karlsruhe. Meine Tochter ist 2004 zur Welt gekommen, einige Monate alt, da bin ich Abgeordneter geworden. Das ist nicht einfach, also natürlich gibt es die Tendenz, nur das Schöne zu sehen. Der Mensch ist Würdenträger, wichtige Leute, wichtige Termine, ständig in der Aufmerksamkeit der Medien. Aber es gibt einen Preis, den man dafür bezahlt, und den habe ich voll bezahlt. Dementsprechend für mich eine schöne, aber schwere Zeit. Schön in dem Sinne, dass ich tatsächlich meine Pflicht getan habe. Ich glaube, ich habe Maßstäbe gesetzt, was das bedeutet, Abgeordneter der deutschen Minderheit in Rumänien zu sein. Durch das, was ich geleistet habe, sowohl legislativ, wie auch durch die Art und Weise, wie ich durch die Kontrollfunktion des Parlaments auf die Regierung exekutive Belange der deutschen Minderheit erreicht habe, dass sie umgesetzt werden durch die Regierung. Ich habe viele Missstände betreffend deutsche Minderheit beseitigt durch Regierungen, mit denen ich verhandelt habe. Ich habe vieles zum Besseren verändert, was die deutsche Minderheit anbelangt, angefangen mit der krassen Unterfinanzierung. Das Problem habe ich schon 2002 beseitigt durch eine mangelnde Haushaltspolitik des Forums, aber auch durch die Tatsache, dass wir keine politische Unterstützung hatten in Bukarest, waren wir total unterfinanziert. Ich habe es erreicht, dass die Finanzierung der deutschen Minderheit von einem Jahr auf dem anderen um 130% gestiegen ist und seit damals auf diesem Niveau geblieben ist. Wir sind wieder hinter den Ungarn und den Roma an dritter Stelle, was diese Finanzierung anbelangt. So ist es auch richtig. Das ist relevant in dem Sinne, dass das Forum ohne diese Finanzierung nicht funktionieren könnte. Ich glaube, im Bereich Bildung in deutscher Muttersprache vieles erreicht zu haben. Einerseits bei der Bekämpfung von Tendenzen mancher Lokalpolitiker, deutsche Klassen und Abteilungen zu schließen, was ich verhindern konnte, über Probleme betreffend Lehrbücher. Das ist wieder auf einem besseren Kurs nach einem langen Kampf mit Ministern, Bildungsminister, die völlig fehl am Platz waren und die natürlich nichts Gutes für Minderheiten übrig hatten. Im Moment ist die Tendenz positiv. Ich habe vieles erreicht im Sinne ausländischer, vor allem deutscher Investitionen in Rumänien. Dadurch sind tausende Arbeitsplätze geschaffen worden, wo einschließlich unsere Mitglieder und Sympathisanten einen gut bezahlten Arbeitsplatz gefunden haben. Ich habe die deutsche Kultur in Rumänien unterstützt, das gleiche auch betreffend Medien, vor allem die Zeitung ADZ wie auch die Banater Zeitung. Ich glaube, einiges getan haben für das Sozialwesen hierzulande, unsere Seniorenheime, für die ehemaligen Russlanddeportierte, wo ich des Öfteren Gesetze entweder initiiert oder mit unterstützt habe, damit einerseits das Finanzielle diesbezüglich verbessert wird, andererseits auch mehrere Kategorien hinzukommen, wie vor kurzem die Kinder der ehemaligen Deportierten. In der Außenpolitik habe ich mich natürlich auf die Beziehungen zu Deutschland konzentriert. Ich glaube, sagen zu können, dass nach Staatspräsident Klaus Johannes ich der meistbekannte deutsche, rumänien-deutsche Politiker bin in der deutschen Politik. Lassen wir Klaus diese erste Position als Staatspräsident und natürlich auch als langjähriger Forumsvorsitzender wohlverdient die Nummer 1, aber ich bin sehr stolz, die Nummer 2 zu sein. Ich habe seine Politik hundertprozentig unterstützt, auch seinen Kampf gegen
die Parteien und Politiker, die versucht haben, Justiz und Rechtsstaatlichkeit in Rumänien zu demolieren, gerade in der letzten Legislaturperiode, war es einen harten Kampf gegen PSD, Pro Romania, ALDE und UDMR, die ihr Bestes getan haben, um sowas zu erreichen. Staatspräsident war der Anführer des Kampfes gegen diese Tendenz und ich war einer seiner treuen Soldaten. Darauf bin ich auch sehr stolz. Ansonsten habe ich einen eigenen Kampf zu führen gehabt gegen die Verleumdungskampagne der PSDisten und Satelliten, einschließlich sogenannte Journalisten und politischen Analysten, die sich dieses erlaubt haben. Ich habe da einen konsequenten politischen Kampf im Parlament und außerhalb geführt, den wir gewonnen haben, würde ich sagen. Viele von denen sind bestraft worden von der Antidiskriminierungsbehörde oder sogar von Gerichten, aber ich habe es im Parlament durchgesetzt, dass sogar der amtierende Parteivorsitzende der Sozialdemokraten, Marcel Ciolacu, sich öffentlich von der Tribüne des Parlaments entschuldigt hat für solche Äußerungen. Das Gleiche gilt für deren Fraktionsvorsitzenden. Also auch in diesem Bereich glaube ich, das Bestmögliche erreicht zu haben. Ich habe mich nicht auf die deutsche Minderheit limitiert. Ich glaube, viele meiner Interpellationen, Fragen an die Regierung, aber auch Gesetzesinitiativen, die ich mit unterzeichnet habe, richten sich an die gesamte Gesellschaft. Ich glaube, die Mitbürger anderer Nationalität, Rumänen, andere Minderheiten, haben von meinem Einsatz indirekt oder direkt profitiert. Dementsprechend, um eine Bilanz zu ziehen, ich glaube, ich kann mit den vergangenen 4 Legislaturperioden zufrieden sein und insofern auch die Gemeinschaft damit zufrieden ist, dadurch, dass die Vertreterversammlung mich einstimmig aufgestellt hat für eine neue Kandidatur, glaube ich, dass insgesamt die Vertretung der Interessen der deutschen Minderheit des deutschen Forums im Parlament eine richtige war. Ein neues Mandat als DFDR-Abgeordneter steht Ihnen bevor. Was nehmen Sie sich für die kommenden 4 Jahre vor? Ich werde vor allem weiterhin sehr konsequent exekutive Angelegenheiten des Forums und der Gemeinschaft verfolgen und verlangen, dass sie umgesetzt werden. Also egal, was für Probleme wir haben, wird der Abgeordnete diese Sachen bei der Regierung anbringen und durchsetzen. Sei es Bildung, sei es Kultur, sei es Restitution von Gemeinschafts- und Kircheneigentum, sei es soziale Belange oder irgendwelche Verwaltungsinteressen, die wir vertreten. Meinetwegen in Hermannstadt, wo wir weiterhin die Kommunalverwaltung leiten durch Frau Fodor, oder im Kreis Satmar, wo wir Bürgermeister stellen und viele Gemeinderäte, aber auch sonst im Banat, wo wir nicht unbedingt jetzt eine politische Macht darstellen auf der kommunalen Ebene, aber wo ich zum Beispiel zu Hause bin. Ich möchte die neue Verwaltung Temeswars unterstützen, auch im Hinblick auf die Kulturhauptstadt 2023, insofern das gewünscht wird von dieser, aber auch sonst. Zusammen mit unserem Vorsitzenden, Herrn Dr. Johann Fernbach, werden wir konsequent sowohl Stadt wie Kreis mit unseren Vorschlägen irgendwie ansprechen, versuchen sie anzubringen zur Verbesserung der Lebensqualität hier. Also ich habe schon ganz konkrete Vorstellungen, wie das nächste Mandat aussieht, insofern tatsächlich der Staatspräsident und eine positive, ihm gegenüber positive Mehrheit eine Verfassungsänderung einleiten werden, möchte ich unbedingt aktiv dabei sein im Ausschuss an der Seite von Pambuk Cian, meinem Fraktionsvorsitzenden, da werden wir gemeinsam hingehen wollen, um tatsächlich auch die Belange der Minderheiten dort anzubringen. Ich glaube, allgemein bedarf es einer Verfassungsänderung, nach all dem, was wir in den letzten 30 Jahren erlebt haben.
und da möchte ich mit dabei sein. Der Wahlkampf für die anstehenden Parlamentswahlen startet am Freitag. Was planen Sie für diese 4 Wochen? Bedingt durch Pandemie werde ich jeglichen Kontakt meiden. Ich werde die Leute nicht gefährden, indem ich irgendwelche politische Veranstaltungen in den sämtlichen Foren organisiere. Ich glaube, die Gesundheit, das Wohl unserer Mitglieder und Sympathisanten ist viel wichtiger als der Wahlkampf an sich, der ja auch anders geführt werden kann, nämlich über Medien, klassische Medien, Fernsehen, Rundfunk und Zeitungen, vor allem unsere Zeitung, Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien, Banater Zeitung, aber auch Social Media inzwischen über mein Facebook. Ich habe ein Facebook ausschließlich für politische Zwecke, wo ich verschiedene Sachen posten werde, in der Hoffnung, dass auch diese Nachrichten von unseren Mitgliedern und Sympathisanten weiter verteilt werden. Ich werde über Zoom und Webex und wie sie alle heißen, an verschiedenen Konferenzen und Debatten teilnehmen, wie zum Beispiel bei der Deutschen Handelskammer in Bukarest oder meinetwegen mit Kollegen aus den Foren landesweit, die mich dazu einladen. Es muss bekannt werden, dass die Kandidatur des Forums auf dem Wahlzettel für die Abgeordnetenkammer weltweit dabei ist, also egal in welcher Wahlsektion man wählt, angefangen mit Australien und bis Kalifornien, ist das Deutsche Forum dabei. Das heißt, dass auch unsere Landsleute im Ausland, die noch immer die rumänische Staatsbürgerschaft haben und wählen gehen dürfen, das Forum für die Abgeordnetenkammer wählen, landesweit in Rumänien, von Temeswar bis Constanța und von Suceava bis Craiova, kann man überall das Deutsche Forum wählen. Also meine Bitte wäre, dass unsere Mitglieder und Sympathisanten diese Nachricht ihren Familien, Freundeskreis mitteilen. Vielleicht sind es nicht wenige hierzulande, die meinen, dass unsere Politik eine sehr gute, eine wichtige für Rumänien gewesen ist und weiterhin bleibt. Und vielleicht nicht unbedingt jetzt sich für eine Partei entscheiden. Diese Parteien haben nicht selten ihre Wählerschaft enttäuscht. Und dementsprechend bin ich optimistisch, dass wir ein gutes Ergebnis erzielen werden, trotz Pandemie und trotz einer aggressiven Vielfalt von Parteien, die natürlich versuchen, die Stimmen für sich zu monopolisieren. Aber ich glaube, wir schaffen das. Herr Abgeordneter, vielen Dank für die Zeit, die Sie für dieses Gespräch genommen haben und viel Erfolg weiterhin. Ich danke, wünsche allen viel Gesundheit und alles Gute.